Hallihallo Freunde, heute möchte ich mal auf Wunsch von einigen von euch und auch auf meinem Wunsch hin gerne meinen Küchenblog vorstellen. Und zwar gibt es dazu ja gar kein Bastelvideo, weil das einfach alles schon bestand, bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Und ja, deshalb möchte ich euch das Ganze mal ein bisschen vorstellen und später in diesem Video sogar noch etwas modifizieren. Also bleibt auf jeden Fall dran. Fangen wir ganz von vorne an. Was ihr hier seht, ist der Küchenblog. Schon oft in Videos gesehen, aber nie vorgestellt. Hier oben habe ich einen Doppelgaskocher und hier rechts habe ich meine kleine Spüle mit einem extra Wasserhahn. Also hier rechts haben wir dann Abwasser und Zuwasser. In dem Zuwasserkanister ist natürlich eine kleine Pumpe integriert, damit das Ganze dann auch hier hochgepumpt. Hier nochmal ein ganz kleiner Test. Auch dieser Wasserhahn läuft auch über die Steckdose für die 12 Volt. Da sind zwei Anschlüsse und ja, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Einschalten, Wasser läuft. Ausschalten, wunderbar, perfekt. Für mich völlig ausreichend, um ein paar Teller zu spülen etc. Dann haben wir hier die Kühlbox. Ziemlich einfach gestaltet. Ich habe eine ganz einfache Kühlbox. Einmal 12 Volt, 230 Volt. Das habe ich auf ganz normale Schubladenschienen gepackt. Nicht ganz so professionell, weil es eben halt von oben drauf drückt und wie man sieht, etwas wippt. Und wenn die Kühlbox etwas schwerer ist, dann macht das natürlich schon ein kleines Problem. Ich habe eine Gasflasche, eine ganz normale 3 Kilo Gasflasche für den Doppelgasherd, befestigt mit einem Zurgurt. Das Ganze ist natürlich an der Bettkonstruktion befestigt und ich vermute ganz stark, da werden sehr viele Kommentare kommen, dass das so ja nicht erlaubt sei. Ich möchte nämlich einfach nicht in meine Karosserie Löcher reinmachen, was ja eigentlich für eine Gasprüfung nötig ist. Ich weiß das Ganze. Es gibt natürlich die Variante mit den Kartuschen, aber das war mir irgendwie zu blöd. Ich finde das einfach ein schöneres Prinzip so. Falls ihr Tipps dafür habt, es gibt ja glaube ich so Boxen auch dafür, die man verwenden darf, die glaube ich sogar TÜV abgenommen sind. Bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dafür auf jeden Fall bereit, aber ansonsten bleibt es erstmal so. Ja, und auch hier bei dem Küchenblock ist meine geliebte Modularität natürlich gegeben. Als allererstes löst man den Zurgurt von der Gasflasche, da der ja befestigt ist mit der ganzen Bettkonstruktion. Als nächstes habe ich noch zusätzliche Befestigungen oberhalb der Küche vorgenommen, die man lösen muss, um die Küche herauszunehmen. Ja, und jetzt stehe ich unten, wie immer, im Bastelkeller. Und zwar möchte ich jetzt dieses Problem, das angesprochene Problem, mit dieser Wippe entfernen und mir ein kleines anderes Schubladensystem ausdenken und mit euch zusammenbauen. So, nach ein bisschen Fummelarbeit mal wieder, passt jetzt alles perfekt hier rein. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich das ein bisschen umständlich gemacht habe mit den Winkeln und so, aber das musste halt sein, weil aus Platzgründen hat das einfach das ganze System einfach nicht anders funktioniert. Aber es funktioniert wunderbar, so wie ich es mir vorstelle. Und jetzt ist es auch nicht mehr so ein Gelaber hier unten, sondern hält wunderbar und ich bin sehr zufrieden. Und ich sage einfach mal ganz direkt, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Und ansonsten, Konstruktion passt, Küche habt ihr kennengelernt, jetzt wisst ihr Bescheid und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, wisst ihr ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, also haut rein!